Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3. Ja, ihr habt sie nicht mitbekommen, logischerweise, aber ich habe gerade eben schon versucht, eine Aufnahme zu machen und wollte euch nochmal das neue Intro zeigen beim Laden, weil das haben wir nur mal irgendwann zwischendurch im Spiel angeschaut. Ich wollte es nochmal für alle, die es nicht mitbekommen haben, am Anfang so eine Aufnahme haben. Leider ist dann, als dieses Intro vorbei war und der Ladebildschirm dann kam und ich hätte eigentlich in die Welt eintreten müssen, das Spiel abgestürzt. Ich hoffe mal, das passiert dieses Mal nicht nochmal. Viel Spaß! Yennefers Verdacht bestätigte sich. Ciri war tatsächlich in Skellige aufgetaucht. Zusammen mit einem maskierten Magier aus einer anderen Welt. Dann hatten sie gemeinsam gegen die wilde Jagd gekämpft, bevor sie durch Portale nach Velen geflohen waren. Dort endete eine Spur und eine andere begann. Deutlich später war die wilde Jagd auf der Insel Hindarsfjall aufgetaucht. Das konnte bedeuten, dass Ciri ein weiteres Mal auf Skellige gewesen war. Ach, zum Glück. Diesmal hat's geklappt. Ach ja, stimmt. Wir waren ja dabei, diese bösen Unholde, diese Monster da zu besiegen. Und es war gar nicht mal so einfach. Da fällt mir gerade ein, ich könnte ja, um mir es leichter zu machen, könnte ich ja mal so schlau sein und... Oh, wir haben ja sogar einen Eintrag. Hätte ich ja mal so schlau sein können und das richtige Öl draufschmieren. Eisriesen, ne? Eisriesen, wirksam im Kampf, Okroidenöl und Quen. Ich bin einmal im Leben geflohen und zwar vor einem Eisriesen. Und weißt du was? Ich schäme mich kein bisschen. Rasmund Qualkje, Rudersmann vom Clan Turtaroch. Dieses kräftige, urzeitliche Monster ist wahrscheinlich der letzte Vertreter seiner Art. Der Eisriese ähnelt in vielerlei Hinsicht einem Menschen, ist aber so blau wie der Frost und größer als ein Baum. Obwohl er Verstand zu besitzen scheint, haben bisher alle Versuche, mit ihm zu reden, gleich geendet mit dem schnellen und schmerzhaften Tod. Da bin ich ja mal gespannt, wie groß der ist. Ist ja doch sehr groß beschrieben. Achso ja, wir wollten ja gucken, was gut ist gegen die Monster. Was ist das denn? Es sind keine Dragonoiden, Nekrophagen wahrscheinlich. Algule, genau. Dagegen ist also Nekrophagenöl interessant. Das haben wir, glaube ich, auch. Verbessertes Gift der Erhängten. Also das ein Mundstab, okay. Ist das neu, dass die optisch anders aussehen, diese verbesserten Bomben? Ich würde sagen, das ist neu, oder? Verbessertes Insektoidenöl, kann aber auch sein, dass es mir vorher nicht aufgefallen ist. Verbessertes Vampiröl, Nekrophagenöl, da haben wir noch kein besseres. Oh. Okay, ist auch nicht so wichtig, also nicht so schlimm, was soll es. Hilft vielleicht noch eine Bombe gegen die? Wir könnten ja auch Bomben reinschmeißen. Axi. Ne. Axi ist noch gut. Warum, weiß ich nicht. Probieren wir jetzt aber nicht aus. Wir speichern erstmal und versuchen es einfach mit dem Nekrophagenöl. Ach, und es wird sogar oben links angezeigt. Also oben seht ihr das ja, Nekrophagenöl 2020. Wird sogar angezeigt, wie lange das hält. Weil sonst sieht man... Also vorher hat man das ja nie gesehen. Muss eines der letzten Updates gewesen sein. Ist schon geil, wie die das Spiel immer weiter verbessern. Und so sieht man jetzt, wie viele Schläge man hat. Und jetzt machen wir das gleiche wie sonst auch, weil die Monster nicht so mega einfach waren. Kehren wir zurück, bis er weg ist, speichern wieder und gehen den Kampf nochmal an. Nice. Lief ziemlich gut, aber gut, das Nekrophagenöl wird halt auch dazu führen, dass man mehr Schaden macht, logischerweise. Und es dadurch einfacher ist. Ja, das klappt wieder nicht. Moment. Ne, das wird so nix. Und jetzt her. Au. Ach, ich überlege halt gerade, wir könnten ja trotzdem mal eine Bombe nehmen. Was haben wir denn da? Die Mysterium-Bombe, welche magische Fähigkeiten blockt, verbesserte Karteche, fügt die Explosion. Ja, nehmen wir das. Ich bin auch gleich wieder tot, ey. Das ist doch zum Kotzen. Der muss halt erst die Stacheln ablegen, aber die Stacheln legt er nur ab, wenn er voll geheilt ist. Und dann muss man quasi, wenn er voll geheilt ist, die Kombo einsetzen. Na, mit diesem Wirbel halt, mit dem Wirbelschlag, damit er halt schnell stirbt, aber...
bin mal... Moment, ne, Axi war's. Ach ja, Gedankenbeeinflussung. Toll, aber sobald ich ihn angreife, ist die Gedankenbeeinflussung wieder weg. Das bin doch nichts. Vielleicht Art, um ihn zu stunnen und dann auf ihn einzuhacken. Das könnte funktionieren. Hat auch immer noch die Stacheln draußen. Raff dich mal, Junge. Mann! Das ist echt so lächerlich, oder? Wenn man im richtigen Moment macht, wenn man quasi genau am Anfang, wenn die Stacheln noch nicht draußen sind, auf die einhackt, ist es überhaupt kein Stress und seid innerhalb von 2 Sekunden tot. Wenn man aber den Moment verpasst, ist es so schwer, die zu besiegen. Wenn man einfach zu viel selber, also man nimmt einfach zu viel Schaden, wenn man die angreift, und dann greifen die ja logischerweise uns auch noch an. Das heißt, man macht einmal ist Schaden an sich selbst, indem man den Gegner angreift, und dann macht der Gegner auch noch an einem Schaden. Also ist natürlich nicht so geil. Ah, vielleicht schaffen wir es dieses Mal. Hat Art eigentlich was gebracht? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Oh, es hat ja richtig gut funktioniert. Aber ich Trottel habe ja auch Art benutzt und dadurch konnte mein Wirbel nicht so lange durchgezogen werden. Jetzt hat er die Stacheln wieder draußen, heilt sich wieder. Oh, das ist doch zum Kosten. Nee, hat sie nicht draußen. Hä, warum hat denn der die Stacheln nicht draußen gehabt? Also ich will mich nicht beschweren, danke, aber war doch sehr merkwürdig. Naja, was soll's, geschafft. Sehr cool. Speicher nicht vergessen. War ja doch ein anstrengender Kampf. Ich meine, wir mussten einige Male laden. Und sie haben eine Truhe beschützt. Kapitänsstiefel. Ich glaube nicht, dass ein magischer Gegenstand, der kein Relikt ist, gut genug ist, um angezogen zu werden. Korrekt. Kapitänsstiefel sind leider zu schlecht. Was hat er jetzt gemacht? Ich habe sie angezogen. Okay. Hör noch irgendwas? Aber was war das jetzt gleich nochmal? Monster irgendwas. War kein Monsternest hier auf jeden Fall. Es war glaube ich auch kein bewachter Schatz. Was war denn das gleich nochmal? Oh, hier geht's auf jeden Fall weiter. Das werden wir also gleich rausfinden. Ich denke aber, wir nehmen dieses Mal direkt Katze. Das wissen wir ja, dass das ja immer nicht ganz so leicht wird. So, eh nicht mehr. Speichern nochmal, nehmen nochmal Schwalbe. Und hoffen, dass die Kämpfe hier unten nicht zu schwer werden. Oh nein, nicht noch mehr von den Ghoulen. Die sind total aggressiv, blöd und kacke. Dieser Gestank. Okay, der eine ist fast tot, aber wir halt leider auch. Der ist doch nicht fast tot, oder? Scheiße. Das heißt, den Kampf können wir direkt nochmal anfangen, weil es ist halt genau wie oben jetzt. Wir müssen halt logischerweise mit unserem ersten Wirbel mindestens einen platt machen. Wenn wir das nicht schaffen, dann ja, können wir eigentlich direkt neu laden, weil dann sind die Stacheln draußen, wie man sieht. Außer bei dem letzten, den wir oben besiegt haben, der hat dann die Stacheln nicht rausgeholt. Warum, weiß ich nicht. Aber sonst holen sie die Stacheln halt raus, weil nur wenn die Stacheln draußen sind, dann heilen die sich. Und ohne die Stacheln heilen die sich halt nicht. So, hoffen wir einfach mal... Ach so, wir haben auch gar keine volle Energie. Oh. Ja, es ist doch blöd, aber wir müssen im Endeffekt jetzt warten, bis unsere Energie voll ist, sonst wird es einfach doppelt so schwer. Also ich werde einfach warten. Moment, wir können auch absolutes Weisens einfach mal nehmen. So. Dann würde ich sagen, dann verschwenden wir jetzt zwar Katze, aber wir nächtigen einfach mal eine Stunde, damit wir wieder die Tränke voll haben und nicht mehr vergiftet sind und haben jetzt volle Energie. Jetzt speichern wir nochmal. Nehmen nochmal Katze. Und ich denke, wenn wir jetzt angreifen, wird es leichter. Ah. Und wenigstens den Einblatt machen. Komm. Scheiße, Mann. Ach, einer ist ja tot. Okay, okay, okay. Aber... Wie Schaden nehmen wir gar nicht, wenn wir ihn angreifen. Das ist vor allem der Schaden, der
den er uns zufügt, merke ich gerade, aber okay. Oh, die scheiß Bullen wieder. Habe ich es eigentlich schon gespeichert, nachdem ich den ersten besiegt habe? Ich glaube fast nicht, deswegen gehen wir nochmal zurück. Ziehen wir uns nochmal zurück und speichern lieber und versuchen es nochmal neu. So. Ich warte wieder, bis meine Energie voll ist. Oder fast voll. Und dann probieren wir es nochmal. Ach, wir haben bestimmt auch kein Öl mehr auf unserer Klinge. So. Die Stacheln noch draußen, wie es aussieht. Oh, Mann! Das kontert immer mein, oder das blockiert meinen Angriff, deswegen ist es blöd, diese scheiß Brillen. Der erste Schlag darf ihn nicht treffen, weil dann wird nämlich meine Combo nicht geblockt, meine Combo nicht ausgelöst, deswegen. Der erste Schlag darf ich treffen, weil der nämlich immer geblockt wird. Aber einfach so glatt. Nicht gut. Oh, knapp, knapp, knapp. Aber wir haben es geschafft. Was? Oh, noch einer. Level 23. Wahrscheinlich der Chef von denen. Fuck. Direkt nochmal speichern. Das heißt, der Level ist noch ein Tick schwerer, weil er ja logischerweise noch zwei Level höher ist. Die anderen waren, glaube ich, Level 21. Ist aber krass. Bis welches Level sind wir? Wir sind Level 22. Und boah, die sind echt hart, diese Alghule hier, muss ich sagen. Egal, ob jetzt Level 21, wahrscheinlich Level 23 noch krasser, aber das sind immer wieder echt taffe Gegner. So. Schlecht. Ja, hol die Stacheln nicht raus, hol die Stacheln nicht raus. Und, oh, da haben wir Glück gehabt, dass er die Stacheln nicht rausgeholt hat. Oh, da haben wir Glück gehabt. So, dann nehmen wir mal unsere Belohnung mit. Das waren halt nur anstrengende Kämpfe. Das wäre ziemlich blöd, wenn wir sie irgendwas liegen lassen. Thema, verbessert das Bärensilberschwert. Schwere Mahakama-Rüstung, die hatten wir doch schon mal an, oder haben wir die sogar noch an? Aber manchmal haben die ja bessere Buffs oder sowas drauf. Und da könnte es natürlich trotzdem sein, dass jetzt die gefundene Rüstung besser ist. So, dann haben wir hier anscheinend alles geklärt. Schauen wir uns mal die neue Rüstung an. Schwere Mahakama-Rüstung ist schlechter als die momentane. In der Rüstung, auch in der Vitalität etc. Ist ja auch für Stufe 15 und wir haben Stufe 17 an. Oh, dafür sind aber die Axtkämpfer-Handschuhe deutlich besser als die, die wir jetzt gerade haben. Die sind zwar nicht gesockelt, weil sie nur ein magischer gelber Gegenstand sind und kein Relikt, aber deutlich mehr Rüstung. Sind auch für Level 21 und die, die wir anhaben, für Level 12. Art wird verstärkt durch Bohrungsschadenresistenz, Zerschmetterungsresistenz aufschlitzen. Ja, okay, bei meinen Assassinenhandschuhen ist halt geil. Plus 10% kritischer Trefferchance. Also das werde ich schon stark vermissen. Ich überlege halt gerade, ob 16 Rüstung, ob es das wert ist. Wahrscheinlich schon. Gerade jetzt in solchen Kämpfen, wie wir gerade eben gehabt haben, da will man ja schon mehr Rüstung haben. Boah, die sehen aber richtig scheiße aus. Fallen mir die eigentlich optisch besser, aber wie gesagt, es geht ja nicht um die Optik und ja, ich nehme die mit mehr Rüstung. Dann können wir erstmal wieder eine Stunde pennen, damit wir unsere Tränke auffüllen. Und ach, ich frage einfach bei einer Tastatur los. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, dieses Piep. Aber das macht es immer, wenn man theoretischerweise zu viele Knöpfe auf einmal drückt. Aber ich drücke halt nicht mehrere Knöpfe auf einmal, vor allem nicht zu viele. Ich meine, das sollte heutzutage sowieso kein Problem mehr sein, aber wenn man halt zu viele Knöpfe auf einmal drückt auf der Tastatur, dann kommt meistens dieses Beep.
Was so viel bedeutet, wie dass man, dass halt die Eingabe nicht ausgeführt werden kann oder so. Aber mittlerweile, ich weiß nicht, ob meine Tastatur kaputt geht oder so, oder ob das am Rechner liegt, aber ich denke mal, das liegt dann wahrscheinlich eher an der Tastatur. Da drücke ich einfach ganz normal auf W, was auf der Tastatur halt der Buchstabe ist, um nach vorn zu laufen mit Geralt. Und dann piept es halt, als ob ich mehrere Tasten auf einmal drücke, was ich nicht mache. Aber wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt hört, also könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dieses Piep überhaupt gehört habt. Wenn es wieder vorkommt, sage ich es euch und sage, jetzt hat es gepiept und dann wisst ihr, ob ihr es gehört habt oder nicht. Aber momentan geht's wieder, es piept nicht. So, wo gehen wir denn als nächstes hin? Das war doch relativ anstrengend. Was war das? Ein Monsterlager. Es ist meiner Meinung nach das erste Mal, dass wir ein Monsterlager hatten. Würde ich behaupten. Das ist halt die Frage, wie ziehen wir jetzt das Ding weiter durch, aber ich würde erstmal versuchen, hier rüber zu kommen, weil ich glaube, dass wir dann von hier wieder nicht hinkommen, weil hier der ganze Berg hier am Weg ist. Also versuchen wir jetzt erstmal hier hinzukommen. Und von da könnten wir dann hier rüberlaufen und die Fragezeichen klären. Ach ja, es hatte jemand geschrieben als Idee, dass ich vielleicht vom Meer aus oder vom Fluss aus hier hinkomme, aber es ist ein Meer und kein Fluss. Ich soll von der Brücke springen und dann halt versuchen, da hochzuklettern. Eventuell probiere ich das mal, wenn ich irgendwo hier in der Nähe bin oder das Boot nehme und hier rumfahre. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es funktioniert. Aber wie gesagt, wir können es ja testen. Aber erstmal zum nächsten Fragezeichen. Ich hoffe mal, dass ich da überhaupt hinkomme. Ich weiß es nicht, ob ich da von hier aus überhaupt hinkomme. Oder ob mir da wieder Berge im Weg sind, weil das sieht schon wieder nicht so gut aus. Aber vielleicht da drüben. Sieht doch recht flach aus, das sieht ziemlich gut aus. Ah, hier könnt ihr mal schön Schlitten fahren und Snowboard und Ski und was auch immer ihr gerne macht im Schnee. Ich mache eigentlich nichts davon gerne im Schnee. Monsterlager, schon wieder ein Monsterlager. Also das ist vielleicht so eine Eigenheit von Skellige, ich weiß es nicht. Moment, mir krabbeln gerade die Ohren, was daran liegt, dass ich noch vor der Aufnahme schön geduscht habe und meine Haare noch etwas nass sind. Eigentlich wieder. Na, Moment. So, jetzt müsste eigentlich wieder gehen. Mal schauen, ob es wieder Ghule sind. Ist aber geil hier in so einer Ruine. Gefällt mir. Neue Markierung. Kergelen. Also, das war mal eine Burg, die Kergelen hieß. Kergelen. Die Ruinen dieses alten Forts beziehen sich... Quatsch. Die Ruinen dieses alten Forts ziehen Typen an, denen man nicht im Dunkeln begegnen möchte. Also könnte es auch ein Banditenlager sein. Weil Typen sind für mich eher Menschen als Tiere. Oder Monster. Oh. Level 29 Erscheinung. Aber ich glaube, wir haben schon mal eine ziemlich starke Erscheinung platt gemacht. Deswegen versuche ich es natürlich. Das wird viel zu schwer. Nee, die sind zu stark. Die sind zu stark. Spike, weg hier! Die sind zu dritt und alles und die sind einfach viel zu stark. Nee. Das machen wir gerne ein andermal. Eventuell. Was mache ich denn? Aber nicht jetzt. Das ist einfach zu krass. Zu krass. So, jetzt wollte ich hier rüber gehen, ne? Spike? Oh, jetzt haben wir sogar gesehen, wie Spike da hinten verschwunden ist in meinem Rücken und dahin teleportiert wurde. Ja. Ich wusste schon immer, dass Spike einfach ein magisches Pferd ist. Vielleicht ist das sogar eine Zauberin, so Keira Metz oder sowas, die es einfach genießt, wenn ich auf ihrem Rücken reite. Ich habe keine Ahnung, das ist quasi, weil ich auf ihr reite und sie nicht auf mir. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall auch sehr merkwürdig. Wir reiten natürlich querfeldein, ich meine... So, ich kann wieder meine Zeichen nicht ändern, wenn ich auf dem Pferd sitze, stimmt. Boah, es ist so geil, die Landschaft. Meine Herren, guckt euch das an. Das ist einfach so realistisch, als wenn man da wirklich wäre. Also es könnte halt wirklich so aussehen, ne? Oh, Vorsicht. Komm, meine kleine Bergziege, das schaffst du. Komm. Nicht so schnell, plötzlich. Er ist überhaupt nicht schnell. Jetzt rutscht er ein bisschen. Na also, er rutscht gar nicht richtig auf den Boden, sehe ich gerade. Aber er macht das schon. Er geht nicht weiter, also ich versuche die ganze Zeit zu laufen. Es ist nicht so, dass ich hier rumeier, sondern... Los, lauf! Sondern Plötze ist einfach
ein bisschen eigen, was das Runterlaufen von Bergen angeht. Können wir es wieder rennen? Ja, wir können wieder rennen. Ein Zyklop. Der nichts beschützt. Interessant. Der sah aus wie so ein Eisriese, aber so groß ist er doch gar nicht. Vor allem nicht größer als ein Baum. Guckt euch die Bäume in der Umgebung an. Aber es kann natürlich sein, dass ein Eisriese noch größer ist. Keine Ahnung. Sehe ich das eigentlich gerade? Moment. Hä? Lang. Muss ich denn lang? Ach ja, es sind natürlich wieder Berge. Sorry, daran habe ich nicht gedacht. Ich denke, ich werde mal in die Richtung gehen. Also unten am Berg vorbei und nicht oben. Also mich jetzt quasi rechts halten. Weiße Wölfe und die Klopen. Sehr interessante Gegner. Ist mir aber egal, ich brauche weder das eine noch das andere. Oh, ein Lager. Lager der Bergleute. Interessant. Na, da habe ich doch Glück gehabt, dass ich unten lang gegangen bin, sonst hätte ich das Lager gar nicht gefunden, weil es ist ja nicht auf der Karte eingezeichnet. Lager der Bergleute. Kleines Lager, das Bergleute aus der Gegend bei ihren Vorstößen in die nördlichen Berge auf der Suche nach Gold als Basislager nutzen. Aber kein Händler, wie es aussieht. Generell ist ja niemand. Sind die Zelte kaputt? Ja, eingefallen. Also, oder? Ist das eingefallene Zelte, ich würde sagen? Also, das sieht verwüstet aus, dieses Berglager. Aber in der Nähe sind ja auch ein Rudel weißer Wölfe und ein riesengroßer Zyklop. Vielleicht liegt es daran. Ist vielleicht nicht die beste Idee an dem... In der Nähe von Zyklopen und... Oh, da oben ist doch ein Ort der Macht, oder? Ist das ein Ort der Macht? Ist vielleicht nicht die beste Idee, in der Nähe von weißen Wölfen und Zyklopen ein Lager zu bauen. Quest aktualisiert, die Familienklinge. Okay, tötet die Diebe. Wenn ich einmal hier bin, dann mache ich das halt einfach. Das wäre halt geil, wenn das immer so ist und man rausfinden würde, okay, in der Nähe ist ein Quest. Damit man das dann quasi einfach erledigen kann und nicht nochmal irgendwann zurück hin muss. Ein verfluchter Zauberer. Ein Renegat. Oh, wir müssen aufpassen. Au. Oh, das sind viele. Es ist zwar nur Level 15, aber es sind viele. Das könnte ärgerlich werden. Auf eine gute Kombo aus Igni und aus... Oh, das wollte ich eigentlich gerade machen. Gute Kombo aus... Was denn? Verlieren wir die Nerven? Aus Igni und aus meinem Wirbel. Was, noch gar nicht tot? Also. Das war's schon? Nur drei Mann? Waren noch nur drei, oder? Waren es vier? Waren vier. Trotzdem einfach. Eisbärfell. Liebes Tagebuch. Lies das Tagebuch, um mehr über das Schwert Coolio zu erfahren. Coolio! Ist das nicht so ein Ausdruck aus den 90er Jahren gewesen? Für cool halt, Coolio oder so? Das sagt immer die eine Frau aus... Na, bei Scrubs, die Blondine, Elliot. Genau, Elliot sagt doch immer Coolio. Da erinnere ich mich gerade daran. Liebe Elliot. Die haben alle schon besondere Waffen. Das finde ich schon mal geil, dass die nicht immer nur diese einfachen Drecksdinger haben, sondern halt auch mal einen magischen Gegenstand, der dann also dementsprechend noch irgendwelche Buffs drauf hat. Das ist cool. Und wie man sieht, die Wählende Axt ist sogar 20 Stärkepunkte, also ist um 20 Punkte stärker als unsere Kriegsakte der wilden Jagd. Ich überlege halt, ob ich die dann sogar benutze, solange ich nichts anderes finde. Aber diese 50% kritischer Trefferbonus und 200 Rüstungsdurchbohrung sind, glaube ich, besser als die 5% Chance Bluten und Irdenzeichenintensität. Also ich werde wohl die Kriegsakt der wilden Jagd erstmal behalten, weil die ist mir hier nicht stark genug. Ich sag mal, so wenn sie 40 oder wenigstens 30 Stärkepunkte gehabt hätte, na wobei wirklich erst so bei 40, 50 Angriffspunkten mehr, dann hätte ich sie wahrscheinlich genommen. Aber so gefällt sie mir eigentlich nicht so gut. Ach verdammt, ich bin gerade wieder total in die Zone, in die Witcher-Zone, weil ich habe mir die Zeit verpasst. Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt das Tagebuch lesen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Bis morgen dann. Tschö, tschö.